Hallo und willkommen zum Weg zur Hölle. Im Gegensatz zu rechtspopulistischen Stimmungsmachern ist es unser Ziel zu helfen, indem wir versuchen, Religionen rationell zu begreifen und dann anderen verständlich zu machen. Wir beschäftigen uns primär mit dem Islam, da die traditionellen Glaubenssysteme wie das Christen- und Judentum im deutschsprachigen Raum bereits tiefgehend von vielen analysiert wurden und es sehr viele Argumentationen dazu im Internet für und gegen gibt. Wir haben uns auf den Islam sozusagen spezialisiert, weil dieses Glaubenssystem momentan mehr Angst und Spaltung bei den Menschen schürt. Man findet auf YouTube kaum Kanäle, die sich eingehend kritisch, sachlich und fundiert mit dem Islam beschäftigen. Lediglich hier und da mal ein dienliches Lehrvideo. Aber keinen kompakten Kanal, der einen informativen Lehrauftrag aufzeigt. Wir, die Moderatoren dieser Sendung, sind Atheisten. Weder bevorzugen wir eine Religion und heben sie als besser heraus, noch ist es unser Ziel, einzelne Personen persönlich zu beleidigen. Unsere Sympathie für Propagandisten und Apologeten einer Religion hält sich jedoch stark in Grenzen. Besonders wenn es sich um Menschen handelt, die ihren eigenen Glaubensmitgliedern nach allen Künsten des Luges und Betruges die Wahrheit ihrer Religion vorenthalten oder gar verdrehen. Das Format des Google Hangouts wurde gewählt, weil es einerseits einen Schutz der Anonymität für alle Beteiligten darstellt, andererseits ermöglicht es die gewünschten Interaktionen, da sich der Zuschauer und Zuhörer problemlos und auf einfache Weise einklicken kann, um Fragen zu stellen, Anregungen zu geben, Hinweise oder Verbesserungen und Korrekturen anzubringen. Der Name des Kanals wurde aus zweierlei Gründen so provokativ gewählt. Der erste Grund ist, dass Wissen und neue Erkenntnisse im Allgemeinen zu Fragen zur eigenen Religion führen. So kann es vorkommen, dass die Wahrnehmung vom Glauben alleine hinüber in die Realität abdriftet und damit weitere Fragen und vor allem Zweifel auftauchen, die an den Tatsächlichkeiten der eigenen Religion Misstrauen hervorrufen. Sind diese Zweifel und das Misstrauen stark genug, haben sie meist die Folgen des Glaubensabfalls. Glaubensabfall bedeutet im Islam ganz klar einen Freifahrtschein in die Hölle. Und diese Destination wird von Muslimen tunlichst vermieden. So trauen sich auch viele nicht, ihre Religion in Frage zu stellen. Der zweite Grund ist, dass wir denken, dass die Wahrheit und die Realität wichtiger, faszinierender, schöner, erfüllender sind als eine Ewigkeit in lediglich unaufhörlichem Gehorsam eines Schöpferwesens, die für uns eine metaphorische Hölle darstellt. Diese Sendung dauert eine Stunde. Gegliedert wird diese Stunde in einer halben Stunde News aus ganzer Welt und 30 Minuten eines spezifisch gewählten Themas. Mein Name ist Naim Rashidi. Einfacher ist es, mich Ike oder Akira zu nennen. Und wie man vermutlich aus meinem Akzent heraushört, komme ich aus der Schweiz. Mit mir spricht Stop, dreckiger Mensch, Spamming 1, und unterstützt mich mit seiner Expertise, welche er durch Analyse sich angeeignet hat und früher mit einer simplen Lehrplattform allen zur Verfügung gestellt hat, heute in Zusammenarbeit mit anderen im Dauer-Response-Team auf Englisch zu finden ist. So übergebe ich das Wort ihm und er erzählt uns, wieso es keinen Atheismus gibt und was für ihn die Definition von Islam alles beinhaltet. Jo, hallo Leute, es ist schon wieder Mitte Januar. Meine Güte, geht das schnell, das Jahr schnell vorüber. Also, willkommen im Weg zur Hölle. Wir sind Leute, die sich mit dem Islam beschäftigen. Und am Anfang mache ich immer so ein bisschen, warum wir uns damit beschäftigen, wer wir sind, dass wir uns damit beschäftigen, einfach nur mal, um klarzustellen, dass wir keine Muslime sind. Das heißt also, wir glauben nichts, wir wissen nichts. Wir glauben nicht, dass es Götter gibt und wir wissen nicht, ob es vielleicht nicht doch irgendwo Götter gibt. Das heißt also, laut dem Wunsch von Theisten, das heißt also Menschen, die einen Götterglauben haben, nennen wir uns auch gerne Atheisten. Das heißt also, diejenigen, die im Gegensatz zu dem Theisten, die glauben, dass es Götter gibt, nicht glauben, dass es Götter gibt. Das heißt aber nicht, dass ich irgendwas anderes glaube. Das heißt nicht, dass ich irgendwie an Teebeutel, Levitationsgesetze oder weiß Gott was glaube. Ich glaube nicht an Außerirdische, ich glaube nicht an Geister, ich glaube nicht an Drachen, ich glaube alles wirklich nichts, glaube ich. Das heißt also, ob jetzt die Evolutionstheorie falsch ist oder nicht, ist mir so schnurzpiep egal, es beeinflusst nicht meinen Glauben an Drachen. Warum glaube ich nicht an Drachen? Weil es keine Hinweise oder Beweise für die Existenz von Drachen gibt, die mich überzeugen würden. Es gibt, weiß ich nicht, Wandmalereien, es gibt Bilder, es gibt Lieder, es gibt ganze Filme, alles über Drachen. Aber das heißt nicht, dass diese in der Realität vorkommen.
Sobald aber, und das ist ganz wichtig, sobald mir aber jemand einen Drachen zeigt, einen Drachen demonstriert, egal wie, in dem Augenblick kann ich nicht mehr sagen, ich glaube nicht, dass Drachen existieren. Das heißt, dann muss ich glauben, dass es Drachen gibt. Aber bis dahin tue ich das nicht. Das bedeutet aber auch wiederum nicht, dass wenn jemand, weil ich ja jetzt auch nicht an Götter glaube, mir jetzt einen Gott vorsetzt und sagt, hier, bitteschön, hier ist er, das ist ein Gott, dann sage ich, okay, ich bin jetzt kein Atheist mehr. Das heißt also, das ist ein Gott, ich muss jetzt daran glauben, dass es Götter gibt. Das heißt aber nicht, dass ich diesen Gott dann auch anbete oder in irgendeiner Form verehre. Gleichzeitig bin ich aber auch ein Agnostiker, eben weil ich es nicht mit Sicherheit weiß. Ich meine, ich bin mir ziemlich sicher, dass es keine Götter gibt. Aber ich kann es eben nicht mit Sicherheit behaupten und deswegen bin ich auch Agnostiker. Und wir kümmern uns um den Islam. Moment, das heißt also, aber der islamische Gott, gibt es den, so wie er beschrieben wird im Koran? Den nein, kann natürlich man nicht. Aber den Gott kannst du mit Sicherheit sagen, nee. Nee, das kann ich mit Sicherheit ausschließen, weil er sich von selber auflöst aufgrund der logischen, was ist eine Fallacy? Inkonsistenzen. Das heißt also, es gibt bestimmte Kriterien, die diesem Gott zugesprochen werden, die nicht sein können, weil die sich selbst widersprechen. Das heißt, so wie der Gott beschrieben ist, kann er nicht existieren. Es kann sein, dass das ein anderer Art Gott ist, dass wir einfach die Parameter falsch dargestellt haben. Und dann würde eben dieser Gott im Islam existieren, halt auf eine etwas andere Weise als das, wie er im, nee, als so wie er im Koran dargestellt wird. Wir gucken uns den Islam an und gucken, also es gibt verschiedene Arten, sich dem Islam zu nähern. Man kann sich die Texte angucken, man kann Muslime fragen, man kann Gelehrte fragen, man kann zu Kulturzentren gehen, man kann zu Imamen gehen. Es gibt also verschiedene Arten und man kann sich dem Ganzen auch historisch nähern. Und da gibt es jetzt enorme Diskrepanzen. Die normale Standardversion ist halt, dass ein Gott ein Buch geschrieben hat und er liest jetzt dieses Buch einem Engel vor, der saust jetzt runter auf die Erde, geht in irgendeine Wüste irgendwo, in irgendeinem verlassenen Kaff irgendwo und findet dort einen Menschen in einer Höhle und dem liest den, bringt er jetzt das vor, was der Gott ihm vorgelesen hat. Und das macht er jetzt über 23 Jahre, Satz für Satz, Wort für Wort, und so wird halt ein ganzes Buch übertragen. Und nachdem immer mehr Leute, weil die halt sehr, sehr viel gekämpft haben und dann sehr viele umgekommen sind, sind ihnen die Leute ausgegangen, die diese Wörter, diese Sätze, dieses ganze Buch irgendwie dann noch irgendwie behalten haben, denen gingen die Leute aus, also haben sie es aufgeschrieben. War aber ursprünglich nicht so geplant. Haben sie aber dann trotzdem gemacht und das ist jetzt, was wir heute als Koran kennen. Und das ist die Standardversion. Wenn wir uns aber angucken, historisch, wenn wir uns die Geologie, wenn wir die Anthropologie und weiß ich was alles, die ganzen Wissenschaften zusammennehmen, merken wir, das ist Quatsch. Es kann nicht dieses verlassene Kaff so existiert haben, wie es in der Sunna dargestellt wird. Mohammed kann nicht so dort gelebt haben, wie es in der Sunna beschrieben wird. Das heißt also, auch da müssen wir wieder Abstriche machen. Also gucken wir uns den Islam an und merken, dass der Islam auch in den traditionellen Geschichten immer erstmal als politische Staatsmacht aufgetreten ist. Das Spirituelle, das heißt, dass diese ganzen Rituale mit Gottesanbetung, die ja im Koran überhaupt nicht beschrieben sind, die sind ja später gekommen. Das heißt also, 300 Jahre später, nach der ersten Verlesung von diesen Sätzen, kommen erstmal Menschen auf die Idee, wie man das Ganze zu handhaben hat und wie man zu beten hat und wie diese ganzen Rituale auszusehen haben. Und da hat man sich halt bei den ganzen Götzenanbetern, also bei den Polytheisten bedient. Man hat also sehr viele Mythen übernommen, man saust also siebenmal um diesen schwarzen Stein darum und man schmeißt Steinchen auf ein Teufelchen und weiß ich was alles. Diese ganzen Rituale kommen halt ganz klar aus dem Heidentum. So, und deswegen sind wir der Meinung, dass eine Sichtweise als Religion erstmal nicht richtig ist, sondern die Religion sitzt einfach nur in der Mitte und beeinflusst und bestimmt die anderen Elemente, wie die Lebensanschauung, die Politik und die ganze Sache. Das heißt also, der Islam ist erstmal eine politische Ideologie, die sich orientiert an den religiösen Vorgaben dieses Gottes. So, und da sind wir heute
Und wir gucken uns jetzt den Koran an, wir gucken uns die ganzen Rituale an. Wir haben jetzt einmal ganz, also der Eike hat da einen super Job gemacht, der ist einmal quer durch den Koran gegangen, hat sich jeden einzelnen Satz angeguckt. Ich meine, das sind nur 6.500 und der Koran ist ja nur ein kleines Büchelchen. Aber 6.500 Sätze, sich erstmal angucken, reinziehen, verstehen, zusammenbringen und dann darzustellen, das ist ein ganzes Stück Arbeit gewesen. So, und jetzt gucken wir uns halt die anderen Elemente an, die noch zum Islam dazugehören. Wenn jemand, das Ideale wäre, wenn jemand Fragen hat, Anregungen hat, wenn jemand Kommentare hat oder weiß ich was alles, einfach hier in die Sendung kommen. Ich meine, ich habe jetzt die letzte Woche Zeit gehabt und habe ein bisschen rumgestänkert und habe auf allen möglichen Videos, deutschen Videos, weil ich ja im deutschen Raum bisher noch nichts gemacht habe, habe ich jetzt mal ein bisschen rumgestänkert und habe mal ein bisschen gegen argumentiert, um mal zu gucken, ob Leute tatsächlich hier in den Weg zur Hölle mal kommen und sich mal äußern, wie das in 1625 vorgeschrieben ist, wo Gott ganz klar sagt, du musst den Leuten deinen Allahut Akbar darstellen, du musst den Leuten auf eine höfliche und die beste Art den Islam näher bringen. Also diese Dawa, was wir von den anderen sehen, das ist völliger Schwachsinn, das ist nicht das, was im Koran steht. Also mal gucken, wenn also jemand machen möchte, immer live, Gottless, nee Quatsch, die Gottlosen.ch eingeben, dann kann er zugucken und wenn er hier mitmachen will, dann einfach bei Hangout die -Gottlosen.ch eingeben, dann kommt er hier rein. Wie das auch schon der Peter Hans Simon gemacht hat, der immer gute Kommentare macht. So, wir kümmern uns jetzt um den Islam und machen jetzt die nächsten Sachen. Ja, die Links seht ihr nochmal eingeblendet. Wenn ihr auf die Haupt-Homepage geht, einfach auf die-gottlosen.ch, dann habe ich da eine Live-Session-seitige Beta-Version quasi aufgeschaltet mit dem Chat von Warn TV. Nochmal, wo heißt das? Wie heißt das? Einfach auf der Homepage gehen, die-gottlosen.ch und dann hast du da oben einen Link, klickst auf Live und dann kommst du in den Chat hinein. Also wenn jemand in der Sendung etwas mitteilen will, schriftlich kann er es da tun, ich gucke da nebenbei noch drauf, ansonsten kann man hier in den Hangout reinkommen. Das heißt also, hier gibt es die Möglichkeit für die Leute auch untereinander sich zu unterhalten, wenn irgendwann eine Frage offen ist oder sonst irgendwas. Da gibt es immer noch die Möglichkeit, irgendwelche Anregungen zu geben. Ja, ich versuche das mal jetzt so, wie bei Gin & Tonic da mit dem One-Chat. Ja, das funktioniert ja super. Und vielleicht finden das Leute gut. Wenn ich das mit der Seite noch besser hinkriege, einfach optisch, damit das ein bisschen breiter wird, weil jetzt ist es relativ klein gehalten. Aber wenn jemand eine Frage hat, kann er sie darstellen, falls er nicht in die Sendung direkt in den Hangout rein will. Einfach die-gottlosen.ch auf der Homepage oben den Link live anklicken, dann öffnet sich das neue Fensterchen. Ja, wir reden über den Islam und letzte Woche war wieder das Politische, diese Woche geht es ein bisschen ins Mythologische wieder zurück. Die dritte Sendung von der Mythologie im Islam. Und der Titel der Sendung heute ist Adam, der Drecksmensch. Warum er so heißt, kommen wir da später drauf. Zuerst einmal die kleinen News aus der Welt, die mir mehr oder weniger interessant schienen, um sie zu diskutieren. Jetzt muss ich wie üblich das richtige Fenster erwischen. Da ist es. So. Ja, der IS macht immer wieder von sich reden. Der will immer in den News bleiben. Das ist Propaganda, das ist denen hilfreich. Egal wie grausam das klingt, egal wie dumm es ist. Für sie scheint das immer was Gutes zu sein. Nehme ich mal an. IS richtet Lehrer hin, die Dschihad-Lehrpläne ablehnen oder ablehnten. Also die IS hat natürlich für sich einen Auftrag gewählt und das ist der Islam. Und nicht irgendein Islam, sondern ein ganz spezifischer, und zwar so wie sie sich ihn vorstellen im 7. Jahrhundert, wie angeblich der Mohammed ihn gelebt haben soll. Und da gehörte Mathematik nicht dazu, da gehörte Biologie nicht dazu. Und all diese Lehrfächer, die man heute mehr oder weniger in jeder staatlichen Schule in Europa hat, die ja einen gewissen Standard der Allgemeinbildung halt hervorheben sollen, das will der IS anscheinend nicht. Und auch Philosophie ist denen
zu heikel, weil Philosophie bedeutet immer über das Leben nachdenken, über gewisse Dinge nachdenken und darüber einfach zu reden. Nicht zwingend mit einem Ergebnis, aber wenigstens einfach darüber zu diskutieren. Aber das heißt ja dann, du baust dann eine Madrasse auf. Nein, nicht zwingend. Eine Madrasse bedeutet ja nicht hundertprozentig die Lehren von Mohammed so zu predigen, wie man sie vorstellt beim IS. Wieso? Madrasa ist einfach nur rein Religionsunterricht, sonst nichts. Historisch gesehen, nee, stimmt so nicht. Weil die Madrasas, die größeren Madrasas wurden von einem mauritanischen König aufgebaut. Und klar, der Hauptaspekt war natürlich schon der Koranlehre etc., aber auch der Rest wurde gelehrt. Also das andere wurde jetzt nicht verteufelt, sagen wir es mal so. Nee. Aber nicht gelehrt. Also für mich war das immer so eine Madrasse, hat sich ausgerichtet am Koran. Das war der Ursprung, garantiert, klar. Aber die anderen Fächer, also es gab auch andere Fächer, weil die Leute halt nachgefragt haben, den Imam oder was auch immer da in der Madrasse halt lehrte, den Koran, wie ist das, diesen, jenes, der hatte vermutlich von diesen Gebieten keine Ahnung und das hat sich dann entwickelt mit der Zeit. Am Anfang war es ziemlich sicher nur eine religiöse Form, aber mit der Zeit hat sich das sicher zu einer mehr oder weniger normalen Schule dann entwickelt. Mit aber Hauptaugenmerk auf Koran, klar. Der Koran sagt ganz klar, du sollst nichts lernen außer Koran. Du brauchst nichts außer Koran. Der Koran beinhaltet alles, was der Mensch braucht. Deswegen sind ja die meisten Muslime Analphabeten. Das glaubt mir ja kein Mensch, aber es ist leider so. Aber das ist nur, weil Knowledge, also Wissen haram ist, weil du sollst nur den Koran lernen. Das steht doch im Koran. Ja, das ist religiös bedingt, klar, natürlich, gebe ich dir vollen Recht, aber realitätsmäßig gesehen haben die Leute trotzdem Fragen außerhalb der Koran, die der Koran einfach nicht beantwortet hat. Nicht jeder akzeptiert alle. Ah, okay, gut, aber dann bist du in der Scharia, genau. Ja, so kann man sagen. Wie gesagt, die Madrasse. Okay, dann reden wir über das. Ja, okay, nee, dann sind wir ja d'accord. Die Madrasse haben, ich sag ja, bestimmt mit religiösem Eifer angefangen, aber haben sich über die Zeit schon dazu entwickelt, dass sie mehr oder weniger einfach Schulen waren. Okay. Mit Hauptaugenmerk natürlich auf den Koran immer. Das ist natürlich. Was ich gerade feststelle, ist, das Bild ist ja symbolträchtig. Ich habe das gar nicht gemerkt, dass da ein Kopfloser einen Kopf abschlägt. Ich habe das gar nicht gesehen, dass er gar keinen Kopf hat. Das heißt also, der Typ ohne Kopf läuft kopflos die Leiter hoch und schlägt den Kopf ab. Und bloß weil er keinen Kopf hat, dürfen andere keine Köpfe haben. Das ist jetzt deine Interpretation von dem Bild, das ist mir jetzt so nicht aufgefallen, aber finde ich gut. Das ist hier zuerst. Jedenfalls, da hatten sich also Lehrer geweigert, nur das zu lehren, was die IS wollte. Und am Anfang waren es noch viele Lehrer und dann war es nur noch einer und der wurde dann hingerichtet. Also der Artikel zeigt halt, wie der IS anscheinend tickt in Bezug auf Wissen. Und klares Bild, meiner Meinung nach. Ja, was heißt denn Boko Haram? Ja gut, Boko Haram sind dann wirklich die nur machtgeil sind und die dann, glaube ich, vom Koran wirklich keinen Plan haben. Echt nicht. Im Gegensatz zu den IS-Leuten, die höheren, die wissen dann schon, was im Koran steht und richten sich auch irgendwie danach. Und beim Boko Haram sehe ich dieses Bild nicht. Also das finde ich dann wirklich diese Afrikaner, die einfach nur die Macht völlig ausnutzen und das sie nennen einfach den Koran, so steht es im Koran und die wissen vielleicht drei, vier Verse, die sie immer wieder aufsagen, um das zu rechtfertigen, was ihnen passt. Das sehe ich so beim IS nicht ganz. Beim IS sehe ich schon viel mehr Wissen über den Koran, sagen wir es mal so. Weiter. Der Tourismus in Istanbul ist am Ende. In Istanbul gab es ein Attentat, also in der Mitte von Istanbul, auf der Bazarstraße, glaube ich. Und da sind einige Leute verletzt worden, ein paar auch gestorben. Hier haben wir ein Bild, da soll die Bombe explodiert sein. Die Hagia Sophia, das ist hier die, ich vielleicht noch das Bild ein bisschen vergrößern, so.
Die Hagia Sophia hier unten links und oben in der Mitte gibt es noch eine Moschee, die blaue Moschee heißt die. Und da ziemlich in der Mitte sieht man halt auf der großen Straße hier, soll es zur Explosion gekommen sein. Und wenn man halt sieht, dass die Türkei langsam jetzt wieder wirtschaftlich fallen ist, nicht nur wegen der Wirtschaftskrise, sondern generell herunterkommen ist, weil halt die Kredite, die Zinsen werden dann langsam überflüssig und die Wirtschaft hat nicht so floriert, wie der Erdogan sich das vielleicht vorgestellt hätte, ist der Tourismus eine sehr wichtige Einnahmequelle, weil von Jeans-Produktion allein und von Modenproduktion allein kann die Türkei dann nicht mehr leben im globalen Markt. Und das trifft jetzt natürlich die Türkei enorm, weil es ist ja nicht der erste Anschlag. Vor, glaube ich, einem halben Jahr war es noch in Ankara und im Südosten explodiert sowieso die ganze Zeit wegen der Kurdenkrise etc. Also die Türkei ist jetzt, glaube ich, schon ziemlich angeschlagen. Und im Artikel wird halt darüber geredet, was das für Auswüchse haben kann für die Zukunft des Tourismus. Und da wird halt mit Ladenbesitzern geredet und mit Tourismusagenturen, wie sich das wohl entwickeln können. Und alle sehen ziemlich schwarz und es hilft wohl niemandem wirklich. Ja, was das vielleicht der Erdogan will, das vielleicht, ich weiß es nicht, weil er ist ja für Islam und Terrorismus ist immer mit Islam verbunden und die Anschläge galten ja definitiv dann den Touristen. Was das für warum ist Islam mit Terrorismus verbunden? Dort, wo es kein Islam gibt, muss Terrorismus betrieben werden durch den Islam. Wie? Nee, nur mal für die anderen Leute, das ist jetzt eine Devil's Advocate-Frage. Wieso gibt es so viele Terroristen, die Muslime sind? Wenn doch alle von der Religion des Friedens sprechen. Ja, weil halt der Koran lehrt, überall muss der Islam herrschen, mehr oder weniger. Also das ist so die Kurzform. Überall muss der Islam herrschen. Und in Istanbul ist einfach eine Touristenstadt, weil sonst hat die ja keinen großen Wert jetzt für die Welt als Stadt per se. Der Bosporus, der Fluss ist jetzt nicht mehr so wie vor, sagen wir, 200 Jahren noch wichtig für den Handel, dass die Schiffe da durchgehen und die man quasi besteuern kann etc. Das ist nicht mehr so wichtig wie früher und der Tourismus ist da wichtig und darum ist er auch, sagen wir mal, westlicher, die Stadt. Und der Islam hat da nicht so riesen Fuß gefasst in Istanbul und immer noch nicht. Also das ist immer noch sehr weltoffen, ist Istanbul. Und darum muss da Terrorismus betrieben werden, also Schrecken verbreitet werden für den Islam, damit das wieder islamisch wird. Um es zu destabilisieren. Aber der Punkt, auf den ich hinaus will, ist, es gibt... Der Islam sagt nicht, terrorisiere den Rest der Welt, sondern der Islam hat, genau wie das in Mein Kampf beschrieben wird, einen Kampf mit sich selber, einen Kampf mit den Leuten, die nicht an diesen Gott glauben. Das heißt, Frieden ist nicht Frieden, wie wir das kennen, als der Abwesenheit von Gewalt und Zerstörung, sondern Frieden ist, wenn alle gleichzeitig, gleichmäßig sich einem und demselben Gott unterwerfen. Und das ist eben die Art, wie das interpretiert wird, dass halt in diesem Zusammenhang Mein Kampf bedeutet, auch wenn du es nicht willst, so wie es im Koran steht, auch wenn du es nicht willst, du musst den Kampf gegen das Übel antreten. Und das Übel ist jetzt, wie Eich das jetzt beschrieben hat, eben genau diese die Weltlichkeit. Und wenn die Leute nicht dem Gott gehorchen, dann muss man halt mit Gewalt nachhelfen, damit die diesem Gott gehorchen. Das ist der ganze Sache. Das ist also eine Sache der Interpretation. Ich will es noch ein bisschen präzisieren. Und zwar sage ich nicht, dass Gewalt sein muss, damit der Islam sich verbreiten kann. Aber die Islamisten haben fast keine andere Möglichkeit, weil wenn du jetzt einem wie mir jetzt erklären willst, durch den Koran, warum der Islam so stimmt und etc., dann wird das bei mir nicht fruchten. Auch bei jedem anderen Menschen, der eine gewöhnliche Schulbildung irgendwie abgeschlossen hat mit allen möglichen Fächern wie Biologie, Mathematik, Geometrie,
Sprache etc. und nicht nur auf den Koran sich spezialisiert haben oder so, wird das nicht fruchten, wenn man denen erklärt, ja, Adam ist aus Erde gemacht und Engel aus Feuer und so, dann will man gewisse Beweise halt sehen und das fruchtet bei den Menschen nicht und dann bleibt halt nicht mehr viel übrig und dann muss man zur Gewalt greifen. Und darum sage ich, hat der Islam halt eine ziemlich klare Verbindung zur Gewaltbereitschaft und zum Terrorismus. Ich will ja das nicht, es ist leider so. Das ist kein Alleinstellungsmerkmal des Islamismus oder so, sondern es ist einfach viel mehr ersichtlich, weil man halt sich nicht versteckt mit dieser Gewalt für den Islam. Das ist ja auch keine Verpflichtung, weder von der Sunna des Propheten noch vom Koran her, sich da mit diesen Methoden zu verstecken. Also der Artikel finde ich gut, er zeigt halt auf, was das für Folgen jetzt für die Türkei haben kann. Es muss nicht, aber ich denke, viele Touristen werden sich jetzt mal für die nächsten 6 bis 12 Monate fernhalten von Türkei allgemein. Also ich glaube nicht, dass es so lange dauern wird. Ich glaube, das ist hier einfach nur ein Druck auf die Tränendrüse. Ich bin mir da nicht so sicher, weil es, wie gesagt, ist ja nicht das erste Attentat in der Türkei. Es gab unten im Süden, es gab am Meer, es gab an der Küste, es gab in Ankara. Das heißt also, die Türkei ist ja die ganze Zeit, es ist ja kein ruhiges Land. Ja, aber Istanbul ist halt, wie gesagt, wie vorhin schon erwähnt, eine Touristenhauptattraktionsstadt und da trifft das natürlich schon viel mehr als jetzt in Ankara selber oder irgendwo im Südosten. Wir hatten ja gerade die Proteste in Istanbul, da sind ja auch, was ich, zig Leute ums Leben gekommen. Also ich bin mal gespannt, ob das so schlimm wird. Das ist innertürkisch, die Proteste waren innertürkisch und das hat eine die Studentenbewegung, bla bla bla, das ist nicht wichtig für den Tourismus. Weil du kannst dem aus dem Weg gehen, quasi als Tourist. Und aber jetzt irgendeine Angstmacherei durch die Terroristen kannst du nicht einfach so aus dem Weg gehen, sondern du musst dir fernbleiben davon, komplett vorläufig. Darum denke ich, die nächsten 6 bis 12 Monate wird es sehr viel ruhiger für den normalen Tourismus. Außer jetzt die Strandstädte dann gegen Sommer werden, die normal gebucht werden, nehme ich mal an. Arabische Domplatte. Ah ja, der Artikel ist auch interessant, weil er beschreibt der Rainer Herrmann hier, der den Artikel geschrieben hat, zeigt ein bisschen auf, wie Ägypten aufgebaut ist und ganz spezifisch Kairo. Was zeigt er auf? Wie sich eigentlich die Stadt entwickelt hat über die letzten 120 Jahre mehr oder weniger? Und dass die Landflucht die Religiosität in die Städte gebracht hat. Ich finde das sehr gut, wie er es geschrieben hat, weil er auch aufzeigt, dass halt Gepflogenheiten vom Land in die Städte Einzug gehalten haben, wo die Städte noch sehr frei waren, sehr modern. Zwischen 1920 bis 1970 etwa waren sie sehr modern, haben sich gerichtet nach Paris, London etc., auch mit der Kleidung, mit der Weltoffenheit. Und das waren so noch richtige Städte und jetzt ist es mit der Landflucht, mit den Menschen, die wegen Armut in die Stadt sich geflüchtet haben, haben sie natürlich ihre Mentalität mitgenommen und das zeigt es sehr gut auf. Also finde ich einen guten Artikel. Jetzt etwas Spezifisches da rauszuholen, macht für mich jetzt keinen Sinn. Ich finde, jeder sollte diesen Artikel lesen und einfach ein bisschen erfahren, wie es vielleicht früher gewesen sein könnte und was es heute für Auswüchse hat. Das ist ja gerade ein paar Jahre her. Ich kenne das ja noch. Ich kenne Kairo noch oder Istanbul oder Beirut, Kabul, Teheran. Das waren moderne Städte. Da war wenig vom Islam zu merken. Islam war ein Nebenprodukt, so wie heute hier Katholizismus oder die Zeugen Jehovas. Das war nicht so präsent. Und dann plötzlich in den 80ern, bums, kam der Islam wieder. Wie das passiert ist, warum das passiert ist, das ist für mich heute noch ein Rätsel. Ja, das weiß ich jetzt aus der Geschichte auch nicht mehr so ganz heraus, warum. Was ich vielleicht aus dem Artikel rausnehmen kann, ist die Sexualität. Ich weiß nicht, wieso die so interessant ist, aber
Es gibt anscheinend sehr viele Übergriffe in der U-Bahn, in der Metro, dass da immer Frauen belästigt werden. Wobei, was heißt Belästigung? Wenn es eine Berührung ist, dann finde ich es schon ein bisschen sehr große Belästigung. Wenn einer einen Spruch da zieht, dann finde ich jetzt das persönlich überhaupt nicht als Belästigung. Das wird aber hier nicht wirklich klargestellt. Und dann zeigt er halt auf, was so Auswüchse sein können. Übergriffe aus Frustration, weil die Männer halt kein Geld haben für die Mitgift und dann passiert halt das aus Frustration heraus, weil man halt nicht zum Stich kommt und und. Und weiter geht's dann, weil die halt nicht mit Frauen zusammenkommen, gibt's mehr Homosexualität und beziehungsweise ist sie genau gleich hoch wie überall sonst. Das finde ich noch interessant. Also den Artikel generell finde ich lesenswert. Verstoß gegen Lehren des Islam. Mehrheit junger Araber verurteilt Dschihadisten. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Der NTV hat einfach das übernommen, diese angebliche Umfrage vom Institut Zogby. Ich bin dann auf die Seite drauf und habe versucht, halt da mehr Infos auf die Schnelle mir anzueignen. Und mich hat interessiert, wer hat diese Umfrage in Auftrag gegeben. Das ist ja immer meiner Meinung nach das Wichtigste bei einer Umfrage. Wenn jetzt der Metzgerverband eine Umfrage startet, wie gut Fleisch ist, dann will die natürlich nicht, dass der Fleischkonsum schlecht dargestellt wird oder der Metzgerbetrieb schlecht dargestellt wird, sondern hat einen anderen Auftrag und quasi zeigt doch, wie gut wir sind. Und da zeigt es halt auf ein Forum hin. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie das Forum heißt, aber es scheint mir nicht ganz so unvoreingenommen zu sein, diese ganze Umfrage. Und die Zahlen können vielleicht stimmen oder wurden explizit die Leute befragt, die halt sowieso weltoffen sind. Das ist jetzt für mich schwer zu beurteilen, müsste ich die ganze Statistik, diese ganze Umfragewerte genau angucken. Hatte ich keine Lust und keine Zeit dazu. Ich finde die Zahlen halt ein bisschen merkwürdig, weil die hier von 90% der befragten jungen Frauen und Männer die Dschihadistengruppen als totale Perversion des Islam sehen. Solche Zahlen finde ich ein bisschen komisch, wenn man die Umfrage dieses Instituts ansieht. Das sind die Arabischen Emirate, Saudi-Arabien war, glaube ich, dabei, Irak, Türkei war dabei, Ägypten natürlich. Und das sind wirklich stark islamisierte Länder waren da dabei und dann kommen solche Umfragewerte dabei raus, bin ich persönlich einfach ein bisschen skeptisch. Kann sein, dass sich das mittlerweile geändert hat in den letzten, was will ich sagen, 6 bis 12 Monate, dass die Leute aufwachen und vielleicht sehen, dass der IS nicht mehr so das Tolle ist, weil sie einfach köpfen wie wild. Aber ich bin halt skeptisch. Keine Ahnung, wie ihr das seht. Hans Chaplin Lukas, willst du noch Hallo sagen und irgendwas bis jetzt beitragen? Oder Alright. nicht? Okay. Obwohl, Stop spe ja? neulich habe ich eine Fernsehsendung gesehen, also wie RTL irgendwie so eine gestellte von Ermittlern. Das war ganz witzig, da war, die haben so Koffer kontrolliert, das war halt nur eine, hier, sollte auch echt gemacht sein, so RTL halt. Und dann haben die gesagt, islamistisch, vielleicht hat das einen islamistischen Hintergrund. Und dann hat so der Sprecher gesagt, damit ist ein islamischer Hintergrund gemeint und nee, die haben islamischer gesagt. Er meinte, ein islamistischer, das sind Leute, die die Religion missbrauchen, um politische Ziele zu verfolgen. So wurde das gesagt. Also dann wird im Unterschichten-TV, wie ich es nenne, wird auch ordentlich Propaganda gegen Islam betrieben. Meinst du das? Nee, eigentlich als früher, weil die gesagt haben, die Typen in der Sendung waren halt, haben islamisch gesagt. Aber der Sprecher hat es dann wieder gut gemacht und meinte islamistisch und hat Ach gesagt, so. die wollen aber nur Islamisten wollen politische Ziele verfolgen. Ja. Ja, das ist diese sogenannte neue Definition, dass man sagt, Islam, islamistisch. Und Dschihad und dschihadistisch, um das abzugrenzen. Ich finde das falsch. Ich finde, das kann man nicht abgrenzen. Das ist genauso wie wenn man sagt, im Kommunismus ist das jetzt Allgemeineigentum. Das ist Blödsinn. Im Kommunismus ist alles Allgemeineigentum. Du kannst ja nicht
so bestimmte Sachen rausnehmen und so tun, als ob das nicht dazugehört. Der Islam ist leider, das muss man halt anerkennen, ist leider eine solche Ideologie. Da kann man nicht sagen, so, das eine ist politisch und das andere nicht. Der Islam ist Teil des Politischen. Das kann man nicht trennen. Aber ich verstehe, was die damit probieren. Die versuchen halt, den Menschen rauszunehmen und das ist ja das, was ich immer sage, die Menschen sind besser als ihr Gott. Um da jetzt alle Menschen zu verurteilen, ist falsch, logisch. Nur wie kriegt man es hin? Und das ist eben jetzt der Versuch zu sagen, nein, wir wollen nicht gegen die Menschen generell vorgehen und alle verallgemeinern, sondern wir nehmen halt die Menschen als jeder Mensch ist erstmal gut und erstmal dann, wenn er sich die Ideologie anzieht und dann gewalttätig wird, dann ist er erst Islamist. Das verstehe ich zwar von der Intention her, nur ist das vom Inhalt her etwas dubios. Was hältst du von diesen Umfragenwerten? Stop Spamming, willst du noch was dazu sagen? Naja, die Umfragewerte, ich habe das ja mal gezeigt in diesem Video, wo ich gezeigt habe, Islam schrumpft. Wenn man solche Sachen, wenn man, also man hat ja Daten. Das heißt also, man muss irgendwie an Daten kommen, um aus diesen Daten dann Informationen zu generieren und diese Informationen werden dann sagen wir mal, in Weisheit oder in Wissen umgewandelt. So, wie komme ich aber an die Daten? Und da ist es jetzt so, wenn ich jetzt hingehe und sage, findest du, also ich nehme mir dann irgendeinen 20-Jährigen raus und frage den, findest du, dass der IS voll die idiotischen islamistischen Züge hat oder findest du das in Ordnung? So, dann lege ich ihm schon die Worte in den Mund und er hat dann nur noch zwei Möglichkeiten. Und da ist es dann so, dass es heutzutage emotionell sehr schwer ist zu sagen, dass das, was Daesh macht, absolut korrekt ist. Es gibt zwar immer noch Leute, die die Ziele richtig finden, aber die Umsetzung falsch finden. Und da ist es jetzt wahnsinnig schwer, eine objektive Formulierung rauszubekommen, um diese Leute zu befragen. Das heißt, genau wie du das richtig gesagt hast, bevor wir nicht wissen, wer genau nach welchen Kriterien wie befragt worden sind, mit welchen Fragen und wie die dann ausgewertet worden sind, ist das relativ sinnlos. So eine, das ist zwar ganz, ganz nett, aber es ist nicht fundiert oder nicht statistisch relevant, hier jetzt irgendwelche Aussagen zu machen. Also, wer Lust und Zeit hat, kann, wie gesagt, bei Zogby Research einfach in Google nach denen suchen und die neueste Umfrage von 2015 noch ist genau darüber. Und könnt ihr euch das angucken, wer das halt genau wissen will. Vielleicht kann er das mit einem Kommentar später auch noch unter dem Video vom Hangout seine Sicht darstellen. Aber Tatsache ist ja, dass die meisten Leute heutzutage Atheisten sind. Es gibt bei den jungen Leuten kaum noch Leute, die wirklich voll und ganz hinter dem Islam stehen. Und wenn sie das tun, dann sind das solche Knalltüten wie Zorzis, die dann sich da voll integrieren und meinen, sie wüssten jetzt, oder da gibt es ja so ein paar solche kaputte Typen, die dann meinen, es gibt nichts anderes als den Islam und wir brauchen den Islam und oh mein Gott, wir brauchen Gott und Gott, Gott, Gott. Ja, okay, die gibt es natürlich auch, aber es sind relativ wenige. Die meisten wollen einfach nur ihr Leben leben und das war's. Allahu Akbar, mein Bruder. Ja. Ja, aber es gibt diese Typen, ja, na klar. Aber wie viele Atheisten es tatsächlich in den Arabischen Emiraten oder auch in Saudi-Arabien gibt, das ist enorm. Ich meine, wenn ich abends weggegangen bin mit Leuten, mit Freunden, da waren ja immer Muslime dabei. Und die haben sich einen Scheiß drum gekümmert um den Islam. Deswegen gibt es ja, ich weiß nicht, ob das die Leute wissen, es gibt ja zum Beispiel diese ganzen neu aufgebauten Palminseln in Dubai oder The Pearl in Doha und so weiter und so fort. Oder Yas Marina in Abu Dhabi. Diese ganzen Länder sind ja von Menschen aufgeschüttet worden. Das heißt also, sie sind nicht von Allah kreiert worden. Also gilt auch auf diesen aufgeschütteten Inseln nicht unbedingt das Recht von Allah, sondern das Recht von Menschen. Deswegen darfst du da zum Beispiel Alkohol trinken. Deswegen darfst du da Nachtclubs haben. Jetzt hast du aber Zugangskontrollen. Das heißt also, je nachdem, in was für einem Land du bist, gibt es, wenn du in einen Nachtclub willst, in den Hotels, gibt es eine Ausweiskontrolle, wo du einen Ausländerschein, du kriegst ja einen Ausländerschein, wenn du irgendwo in diesen Ländern lebst.
ein Aufenthaltsberechtigungsschein. Und diese musst du dann vorzeigen, die dich ausweist als Ausländer, damit du überhaupt in die Dinger reinkommst. Und genauso mit diesen Inseln. Wenn ich dann draußen da ein Bier trinke oder was, dann kann ich das machen, weil ich Ausländer bin. Aber die Einheimischen dürfen da, naja, die dürfen. Ich meine, die tun es trotzdem. Sie haben dann Mittel und Wege gefunden, da einen Ausweis schnell mal vorzuzeigen. Das ist wie so ein gefälschter Schülerausweis, wo du dann älter bist, damit du ins Kino kommst oder sowas. Aber das sind halt die Regeln und das ist die Realität. Das heißt also, das, was die Imame berichten, es gibt ja die Situation, dass Jemen mehr Muslime hatte als Einwohner, weil die Imame sehr großzügig waren bei der Berechnung ihrer Moschee-Anwesenheiten. Und deswegen hat das Pew Research Center mal gemeldet, dass der Jemen, weiß ich nicht, 9 Millionen, weiß ich nicht, Muslime hatte bei einer Bevölkerung von 7 Millionen. Und da sieht man mal halt diese Diskrepanzen, was diese ganzen Umfragen halt machen. Ah, die Zahlen stimmen schon, die haben nur die nächsten Generationen mitgezählt, das ist alles. Ja, das ist ja genau wie Scientology und Mormonen, die zählen ja, sobald du da anrufst und was fragst, dann wirst du sofort als Mitglied geführt. Gehen wir weiter zu einem Artikel, der meiner Meinung nach sehr fern von der Realität ist. Schawan, Was Islam ist Teil der Lösung. erwartest Schawan ist eine CDU-Politikerin und sie ist deutsche Botschafterin im Vatikan, so wie ich das in Erinnerung habe. Und das zeigt schon eine sehr religiöse Frau, einfach halt nicht mehr in Bezug auf Islam, sondern auf das Christentum. Ganz spezifisch auf den Katholizismus. Und der Artikel ist, ich finde ihn interessant, einfach um zu sehen, wie einige Leute ticken und was sie für wirklichen Bullshit von sich geben. Also er hat mich fasziniert und zugleich auch wirklich angewidert, der ganz komplette Artikel. Also es ist ein Interview, eine Gesprächsform. Und was die Schawan hier von sich lässt, ist einfach grausam für den Normalverstand, würde ich mal so behaupten. Sie versucht halt mit der Toleranz zum Islam, versucht sie halt ihre Religion hervorzuheben und zu zeigen, dass Religion generell gut ist, dass durch die Religion immer alles besser wird. Und sie bringt da Beispiele, die einfach wirklich nicht schön sind, meiner Meinung nach. Ich werde jetzt hier nicht irgendwas vorlesen, aber ich finde es interessant, was so ein Mensch von sich geben kann, wenn er religiös tickt. Dann versucht man halt den Islam quasi als Lösung darzustellen für die Probleme und nicht als Ursache des Problems vielleicht, weil man halt dann dadurch eine größere Legitimität aufweist für Religionen allgemein und dadurch natürlich auch die eigene Religion hervorheben kann. Und das macht sie. Durch das ganze Gespräch hindurch geht dieser Leitfaden bezüglich der Entschuldigungen für Religion in der Welt. Das finde ich einfach widerlich, widerlich. Ja, aber das Komische ist, dass Leute eine Stimme haben, dass Leute wirklich etwas sagen und andere zuhören. Das finde ich das Seltsame, weil ich finde, die Sprecher, das sage ich immer, wenn so ein Zorzis kommt, er kann ja nur Erfolg haben, wenn Leute das, was er sagen, auch akzeptieren und den auch noch hochloben. Das ist ja das Problem. Die Leute sind doof. Und die Leute, die da eine Schawan ernst nehmen, das sind ja diejenigen eigentlich, na gut, ich darf ja nicht sagen, die erschossen werden müssen, aber das sind eigentlich die keine Lebensberechtigung haben im 21. Jahrhundert, in meinen Augen. Das gehört doch nicht mehr dahin. Das darf doch nicht sein, dass wir heutzutage noch so einen Schatz haben. Ich finde das widerlich, dass die Leute da noch drauf reinfallen und sich nicht mal Gedanken drüber machen, was sie da machen. Das ist so dieser Bild-Zeitungs-Popularismus, wo die Bild-Zeitung sagt, ja, so und so müsst ihr denken. Und die Leute sagen auch noch, jawohl. Furchtbar. Springen, ja, wie hoch. Das Naja, kann das genau, ohne sich Gedanken zu machen. So, das war es von den News. Jetzt gehen wir rüber zur eigentlichen Thema der Sendung. Wobei ich merke jetzt mal voran, das ist nicht mythologisch alles zu erklären, was ich jetzt dann sage, sondern geht mehr in die Legenden und Sagen hinein der Muslime.
Ich werde dann versuchen, das mythologisch leichter zu erklären, aber generell geht es darum, wie die Legenden aufgebaut sind im innerislamischen Geiste. Bevor du das machst, nur ein kurzer Hinweis, wer das jetzt sehr schön mal aufgedröselt hat, ist der Most Arab. Der hat ja ein Video rausgebracht, wo er genau zeigt, was zum Beispiel die zeitlichen Zusammenhänge sind zwischen dem, was Alexander der Große damals gemacht hat, dann die ganzen Geschichten, Legenden, Mythen, die sich dann entwickelt haben über die nächsten 1000 Jahre und wie die sich dann wieder im Koran wiederfinden. Und er hat das dann gezeigt, wie diese Geschichten um den Alexander Wort für Wort teilweise sich im Koran wiederfinden. Das kann man also da wunderschön aufgedröselt sehen und wirklich auch historisch belegt. Er zeigt das richtig klasse. Jeder, der da interessiert ist, sollte sich das da angucken. Masked Arab. Er spricht nur Englisch und Arabisch für die Leute, die hier zuhören. Nur als Info. Ich gehe noch einen Schritt weiter zurück. Nicht bei Alexander, sondern letzte Woche hatten wir ja den Ursprung vom Sein überhaupt, woher diese zwei Wasser etc. kommen. Jetzt gehen wir einen Schritt weiter und mit der Erde, wie die Erde zustande kam etc., das bringe ich vielleicht nächste Sendung. Jetzt geht es nur um eine Person mehr oder weniger, um die Entstehung des Menschen und ganz spezifisch um Adam. Und da habe ich mir einfach Notizen gemacht aus dem Buch von Gustav Weil. Der hat das Buch geschrieben, biblische Legenden der Muselmänner, aus arabischen Quellen zusammengetragen und mit jüdischen Sagen verglichen. Das Buch ist scheiße alt, das ist aus 1845. Die Schriftart, die verwendet wurde, ist sehr, sehr mühsam zu lesen. Und auch das Deutsch darin ist nicht ganz so einfach, wobei die Schrift viel schlimmer ist. Da hast du halt noch die alte, wie heißt die Schrift? Ich weiß jetzt nicht mehr den Namen. Wie? Wo ein S aussieht wie ein F. Genau, aber das blieb ja noch relativ lange, bis in die 1930er gab es. Hitler hat das ja noch benutzt, ja. Genau, blieb das noch relativ aktuell. Das geht aber noch ein bisschen zurück, wo viele Buchstaben wie andere Sachen aussehen. Also ich habe jetzt leider keine. Ich werde später noch verlinken einen kleinen Auszug aus dem Buch, eine Seite. Also es ist Public Domain, ist ganz legal zu kopieren etc. Und die Qualität des Reprints ist halt hier sehr schlecht. Darum bin ich sehr langsam nur vorwärts gekommen. Aber hier wird halt beschrieben, wie gewisse Personen im Islam angesehen werden. Wie sich das aufbaut, ist im Koran steht halt der ein oder andere Satz über diese und jene Person und darauf wurden dann die Legenden aufgebaut. Also die Personen sind im Koran sowieso meist mythisch zu betrachten. Also Moses, Abraham, David, Solomon und. Das sind alles mythologische Figuren. Von denen gibt es null, viel, 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 viel weniger Beweise für die historische Existenz als bei Mohammed. Und bei Mohammed ist ja diese Sachlage schon sehr dünn. Und auf diesen Sätzen im Koran wurde dann eine Person richtig aufgebaut. Und in diesem Buch von Gustav Weil wird das Ganze übersetzt. Gustav Weil ist wichtig und interessante Persönlichkeit, weil er hat 1001 Nacht übersetzt ins Deutsche. Also er war diese Person, die 1001 Nacht in den europäischen Raum hineingebracht hat. Und Sinbad hat er auch übersetzt, also diese Geschichten. Also, dann fange ich mal an. Adam geboren am dritten Nachmittagsgebet an einem Freitag. Das ist dann wichtig für die Muslime. Er war der erste Mensch und er wurde geboren an einem Freitag am dritten Nachmittagsgebet. Wobei halt es da noch keine Namen gab für die Tage, das fand ich auch noch interessant. Und der Gott hat sich wohl kaum geschert um die Tage und ich finde es einfach komisch, dass die Muslime das so aufgebaut haben. Und dann erst noch am dritten Nachmittagsgebet. Ich meine, haben die Engel vorher immer gebetet. Es gibt Engel, die beten, aber dass es schon vor der Zeit der Existenz der Menschen gab, ein bisschen merkwürdig. Vier Engel brachten die Erde von allen vier Enden der Welt.
Das wird ein bisschen schwierig auf einer Kugel, wo das Ende genau ist. Aber man kann sich das halt vorstellen, dass sie aus allen Teilen der Welt Erde mitgebracht haben. Und darum ist der Adam ja auch der Drecksmensch. Er besteht aus Dreck, aus Erde, aus vielen Ecken der Welt wurde er zusammengetragen, damit er quasi von jeder Rasse, menschlichen Rasse, wenn man das so be bezeichnen will, einen Teil in sich trägt. Hier ist ein bisschen die Mythologie einbegriffen, dass er quasi der Urmensch von überall her kam. Der Kopf und das Herz besteht aus Erde von Mekka und Medina. Das war dem Allah wohl wichtig, dass die Erde von Mekka und Medina eine größere Wichtigkeit hat und darum den Kopf und das Herz daraus gebildet hat. Adam war so groß, dass er den ersten der sieben Himmel mit dem Kopf berührte. Das wird dann natürlich für mich schwierig, das zu wissen, wo der erste Himmel genau anfängt. Auch wenn gesagt wird, das Firmament, also das, was man an kleinen Pünktchen am Himmel sieht, der erste Himmel sein soll. Weil dann müsste er, was ist der nächste Stern? War das nee, Andromeda ist die Galaxie, aber der nächste Stern ist. Ja, jedenfalls ist er. Alpha Centauri, nee, war das Alpha Centauri? Nee. Aber jedenfalls ist er ein paar Lichtjahre entfernt. Also muss Adam sehr, 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 sehr groß gewesen sein. Aber so wird es halt dargestellt. Die Seele Adams drang widerwillig in Adam hinein, um ihn zu beleben. Also Gott versucht da seine Seele einzuhauchen und die Seele sagt zuerst, nee, ich habe keine Lust und Gott sagt, ich befehle es dir und dann tut das die Seele trotzdem. Also irgendwie diese Seelendinger haben ihren eigenen Kopf. Als Adam erwacht, sieht er den Thron Gottes mit der Schahada, auch den Teil mit Mohammed unten eingraviert. Das finde ich auch so einen interessanten Punkt, dass das für die Muslime wichtig ist, dass Mohammed so wichtig für die gesamte Menschheit ist, dass er noch tausende Jahre vor seiner Geburt in der Schahada am Gottesthron eingraviert wird. Muss man sich mal irgendwie das auf der Zunge zergehen lassen. Und Adam konnte anscheinend schon lesen. Was für eine Sprache das war, ist eine andere Geschichte. Das wird nicht erklärt. Adam und die ganze Welt wurde nur wegen Mohammed erschaffen. Das ist explizit so im Buch geschrieben. Adam und die ganze Welt wurde nur wegen Mohammed erschaffen. Das ist auch so. Ich weiß nicht, wie Muslime mit solchen Aussagen klarkommen können. Das kapiere ich nicht. Warum die ganze Welt für einen kleinen Kinderficker geschaffen werden soll. Ich verstehe das nicht. Ich will das auch irgendwie gar nicht verstehen. Mohammed heißt im Himmel Ahmed oder Ahmed, der Vielgepriesene. Das ist also im Himmel heißt er einfach anders als auf der Erde. Warum? Das wird nicht erklärt. Gott betäubt Adam mit Trauben, vermutlich wird das hier der Wein gemeint, und klaut ihm eine Rippe und macht daraus eine Frau. Das ist also geklaut aus der Bibel, hier noch ein bisschen genauer dargestellt in diesem Buch. Adam muss bei Gott um ihre Hand anhalten. Als Brautgeld soll man 20 Mal für Mohammed beten. Das steht so. Das ist anscheinend in der islamischen Tradition gang und gäbe. Heute wird das vermutlich eher weniger propagiert, weil es ziemlich sicher auch viele Menschen sehr dumm vorkommt. Aber da das Buch jetzt schon 170 Jahre alt ist, hat der Gustav Weil noch die alten Traditionen viel näher erlebt, sage ich mal so. Also, er musste bei Gott um die Hand von seiner Braut anhalten und als Brautgeld 20 Mal für Mohammed beten. Oh Mann. Adam bekommt ein Pegasusartiges Pferd, also einfach ein Pferd mit Flügeln. Eva nur ein leichtfüßiges Kamel. Warum die das einfach so bekommen, wird auch überhaupt nicht klar gemacht. Im Paradies, wo ja die zwei quasi erstellt und hergestellt wurden, erwartet sie ein seidenes Zelt mit goldenen Pfeilern.
Also Seide scheint hier ein wichtiges Merkmal zu sein als das höchste Gut von Stoffen. Ich habe jetzt persönlich noch nie Seide in der Hand gehabt, um das vergleichen zu können, wie toll das ist. Aber könnte Gott nicht noch etwas viel Tolleres machen, das niemand auf der Erde kennt, damit das mehr Authentizität bekommt von der Göttlichkeit, von diesem Allmächtigen? Ich weiß es nicht. Und dieses goldene Pfeilergedöns an den Zelten finde ich auch ein bisschen sehr weltlich. Sie mussten in einer der vier Paradiesflüsse baden. Vier Paradiesflüsse, da sind der Euphrat und Tigris und die anderen aus der Bibel, die anderen zwei aus der Bibel gemeint. Wie hießen die? Ich weiß es gerade nicht. Hier kann ich ein bisschen mythologisch das Ganze aufgreifen, zu versuchen, weil man versucht ja schon seit Jahrhunderten die anderen zwei Flüsse zu finden. Heute glaubt man, dass man mit Satellitenbildern und anderen Methoden der Technologie Flüsse gefunden hat, die da darauf schließen, die ausgetrocknet sind oder überschwemmt wurden mit dem persischen Golf quasi. Ich bin der Meinung, das habe ich zwar noch nie irgendwo gelesen, aber ich bin der Meinung, dass eigentlich diese vier Flüsse auf die Methodik hingehen, auf das Mythologische gehen, wie im Himmel, so auf Erden. Das habt ihr vielleicht schon mal gehört, diesen Satz. Wie im Himmel, so auch auf Erden. Und ich glaube, die anderen zwei Flüsse sind gar nicht neben Euphrat und Tigris als weltliche Flüsse gemeint, sondern verbinden eben die Welt mit dem Himmel irgendwo durch. Das heißt, die Spiegelbilder der Flüsse im Himmel dann. Und das Paradies, also diesen Garten Eden, stellt dann halt das Gesamtbild dar. Ein Teil ist auf der Erde zu finden und der andere Teil auf dem Himmel. Das ist dann der gesamte Garten Eden. Ich habe das so noch nie irgendwo gelesen, aber mir fiel das halt dann auf mit der Zeit, dass die anderen Flüsse nie irgendwo in den Schriften erwähnt werden, in alten Schriften, die anderen zwei Flüsse, weder mit anderen Namen großartig. Es gibt zwar auch dazu ein bisschen Thesen, dass es im Iran noch Verbindungen geben haben soll. Aber ich bin der Meinung, es hat damit zu tun, mit diesem Lehrspruch, wie im Himmel, so auf Erden, dass halt diese ganze Paradiesgeschichte eine klare Verbindungsstelle ist zwischen Erde und Himmel. Weiter. Adam und Eva lebten 500 Jahre im Paradies, ohne die verbotene Frucht anzufassen. Also der Gott hat zwar das noch nicht so klar gemacht, er hat einfach gesagt, ihr kommt ins Paradies, aber es gibt eine Regel, ihr dürft nicht von diesem Baum da dort drüben essen. Wem er das gesagt hat? Beiden. Ah, weil in der Bibel ist es ja nur Adam, da wurde Eva das ja nie gesagt. Ja, in der Bibel ist es nicht ganz klar. Er sagt es zwar irgendwie zu Adam, aber es ist nicht klar, ob Eva da auch dabei ist. Nee, also für mich war das klar. Das ist einer meiner Punkte, die ich rausgehoben habe, wo ganz klar zu erkennen ist, dass Eva davon gar nichts wissen konnte. Gut, es ist die Frage natürlich, welche Version du nimmst in der Bibel, weil es gibt ja die Geschichte, gibt es zweimal parallel nebeneinander. In der ersten Version. Ich habe genommen die ausführliche, ich weiß gar nicht, ob das eins oder zwei ist jetzt, wo drin steht, und er sprach zu Adam und sagte da, 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 da. Das habe ich nämlich noch bei mir rausgehoben, dass ich das seltsam fand, dass das noch nie einer gemerkt hat, dass Eva da nie angesprochen wurde, aber Eva trotzdem die Schuld kriegt. Ja, das muss aber die erste Version sein, weil die erste Version zeigt auf, dass Eva eigentlich gar keine Existenzberechtigung hat in diesem Genesis-Bild, in der ersten Version. Und in der zweiten Version spricht er dann vermutlich zu beiden. Also wie gesagt, es gibt Parallelgeschichten zum gleichen Geschehen. Das Gleiche siehst du dann auch mit den Kindern von Adam und Eva. In der einen Geschichte gibt es nur Adam und Kain und in der zweiten Version gibt es dann Adam, Kain und den Seth. Also das ist sehr interessant. Aber ich glaube, worauf du hinaus willst, ist die erste Version, die erste Geschichte. Darum wird es auch nicht so angeprangert, weil es quasi in der zweiten Version dann mehr oder weniger korrigiert wurde. Wo war ich? Eben, die verbotene Frucht darf nicht angefasst werden. Hier einfach in dieser Legende sagt der Gott das zu beiden.
ein Pfau bewachte das Paradies mit einem anderen Engel noch zusätzlich. Aber der Pfau quasi kann rein und raustreten, wie er will. Er bewacht das Paradies mit und lobt jeden Tag Gott und in den Straßen des Himmels. Also da wurde ein Vogel kreiert von Allah, der nur dazu irgendwie zu dienen scheint, jeden Tag Gott zu loben. In den Straßen des Himmels. Iblis kommt ins Geschehen. Iblis redet mit dem skeptischen Pfau, dass sie ihn ins Paradies schmuggelt. Weil der Iblis wurde vorher noch aus dem Paradies ja geschmissen. Das wird erst jetzt ein bisschen klar. Und jetzt will er halt wieder ins Paradies rein. Warum wurde er rausgeschmissen? Weil er sich halt nicht vor den Menschen verbeugen wollte. Nur einer ist des Beugens würdig und das war Allah. Ich finde das auch einen interessanten Aspekt, dass eigentlich der Engel bestraft wird, der am loyalsten ist zu Gott, der nichts neben ihm eigentlich akzeptiert als Herr und als Meister sozusagen, dass der dann dafür bestraft wird. Das finde ich auch so interessant. Der Pfau weigert sich zunächst mal, den Iblis einfach reinzuschmuggeln, weil er Angst hat vor Gottes Strafe, wenn Gott das erfahren würde, und schickt darum die Schlange hinaus, die ursprünglich Königin aller Tiere war. Also hier will ich auch wieder ein bisschen mythologisch das Ganze betrachten. Die Schlange, die Schlange hat eine besondere mythologische Sicht überall auf der Welt. Mir ist es immer noch nicht schlüssig, wieso die Schlange praktisch überall auf der Welt als Übermittler des Wissens dargestellt wird. Das siehst du bei den alten Mayas. Der Hans Lukas Chaplin hat dir noch einen Link. Den werde ich dann auch noch unter das Video reinposten. Über Adam und Eva gepostet. Die Schlange wird auch im südamerikanischen Raum, im nordamerikanischen weniger, aber auch da gibt es kleine Anzeichen darauf. Im asiatischen Raum, also der Drachen, das ist ja das Gleiche, weil die Schlange hier in der Geschichte hat auch Arme und Beine, das kommt dann später noch, wird auch als großes Wissens also große Wissenskreatur angesehen. Und auch bei den Aborigines ist die Regenbogenschlange, was ziemlich sicher eigentlich einfach die Milchstraße darstellt, wird als Schöpfer der Menschheit angesehen, als Schöpfer von allem quasi und als Wissender überhaupt. Also wo da genau der Ursprung ist, warum die Schlange so als Wissensobjekt gesehen wird, weiß ich nicht. Das müssen sehr, sehr alte Punkte sein. Der Carl Sagan hat in seinem Buch Und ihr werdet Götter sein, Garten Eden, ein bisschen betrachtet. Und er ist der Meinung, dass sich ein uraltes Wissen in die Gene reingepflanzt hat, dass die Säugetiere irgendeine Verbindung hatten zu den Reptilien und darum vor Ehrfurcht und Angst der Reptilien in Angst stehen. Und die Schlange war halt vor ihnen da und dass sich das irgendwie genetisch so eingepflanzt hat und dass man das versucht hat, später, sobald die Schrift aufgekommen ist, das aufzuarbeiten. Kann sein, es ist schwer, das nachzuvollziehen, aber es kann sein, dass sich das wirklich so eingepflanzt hat in die Gene, irgendein uraltes Wissen, einfach die Angst, das Gefühl quasi von diesen reptilienartigen Wesen. Und das hat sich dann weitergeschlagen halt in die Schriften, sobald sie aufgetaucht sind. So wie ich auch letzte Woche gesagt habe, die Tiamat, die Urschöpferin, war ja auch als Drachen angesehen. Das ist ja das Interessante. Also er schickt jetzt, der Pfau schickt die Schlange hinaus und was meine passiert? Drachen? Was? Ich glaub's wirklich, meine Drachen? Vielleicht. Es gibt ja gewisse Echsen, die sehen sehr aus wie Schlangen, aber die haben immer noch Beine und nur Beine. Als Arme benutzen sie die Form. Die machen die auch.
Aber da kommt kein Feuer raus. Und fliegen können die auch selten. Fliegen, ja, das sind dann die Legenden, die quasi, man hat irgendwas aufgefasst, irgendein Reptil, eine Geschichte oder eine Beschreibung von einem Tier, die nur einen Satz beinhaltet oder einen Vers von einer uralten Geschichte, und das hat man dann weiterentwickelt, weil Ach, stimmt, ja. der alte Drache Tiamat, der war ja Urschöpferin, und die konnte ja alles, also musste ja auch irgendwie fliegen können und. Also, Ich würde so gerne Drachenist werden. Drachen. Ja, ich meine, kannst du ja, du musst einfach nur fest daran glauben, du musst ja nicht das sehen. Ich meine, die Christen glauben auch ganz fest an Jesus, sie haben ihn aber noch nie gesehen, außer in der Kirche als hängendes Gebilde. Wo war ich jetzt? Das arme Schwein am Kreuz. Also der Pfau weigert sich. Oh, genau, die Schlange hatte Haare früher, wie eine Jungfrau, Augen aus Smaragd, der Kopf bestand aus Rubin und Nahrung war nur Safran. Und sie duftete nach Moschus. Das ist einfach mal zu den Attributen dieser Urschlange. Warum jetzt die Nahrung nur Safran ist und dass Safran gepflückt werden muss am frühen Morgen, bevor dann die Sonne zu heiß wird, und nur an bestimmten Tagen. Darum ist das Safran auch das teuerste Gewürz überhaupt. Und das muss von Hand gemacht werden. Das hat man irgendwie vergessen beim Aufschreiben der Geschichte, dass die Schlange ja keine Hände hatte wie der Mensch, der das so mit dem Daumen so genau an einer frühen Morgenstunde pflücken konnte. Und sie müsste selbst viel gepflückt haben, weil die paar Fäden von einer Blume, die reichen wohl kaum. Da muss also schon ein ganzes Feld jedes Tag gepflückt werden. Und wieso jetzt die Augen aus Smaragd sind und der Kopf aus Rubin und warum sie Haare hatte und sie duftete nach Moschus. Ich weiß nicht, wie die Muslime, die das geschrieben haben, mit sich leben konnten in Einklang. Oder ob sie genau wussten, dass sie das einfach nur Geschichten sind zum Erzählen. Das ist eine andere Sache. Wobei ich halt bei solchen religiösen Abhandlungen eher glaube, die dachten das wirklich ernsthaft. Die Schlange war tausende Jahre oder 1000 Jahre vor dem Menschen erschaffen worden von Allah. Das ist auch noch interessant. Da Iblis erzählte, alle sterben ohne drei magischen Worte, musste die Schlange diese Worte erfahren. Das hatte der Iblis auch dem Pfau schon erzählt, aber der war halt, wie gesagt, zu feige. Aber die Schlange ist nicht so wirklich feige. Und die musste diese drei Worte erfahren, damit man unsterblich wird. Und hier kommt auch wieder das Unsterbliche, das mythologische Unsterbliche, vielleicht in Erinnerung allen Leuten. Auch in der Bibel wird ja die Schlange quasi sagt, ihr müsst nicht sterben, wenn ihr von der Frucht esst. Weil Eva sagt ja, wenn ich von der Frucht esse, sterbe ich. Obwohl sie gar nicht weiß, was sterben bedeutet, muss ich sterben. Und die Schlange sagt ja, ganz sicher werdet ihr nicht sterben, wenn ihr von der Frucht esst, sondern ihr bekommt nur Wissen, bla bla bla. Und hier wird das dann aufarbeitet mit drei magischen Worten. Die drei magischen Worten werden vielleicht später im Buch noch erklärt. Ich bin ja noch nicht durch. Komme da wirklich, wie gesagt, nur sehr langsam voran. Eine Zwischenfrage habe ich. Ja. Bei der Schöpfungsgeschichte wird da nicht erzählt, dass Tiere und Menschen gleichzeitig erschaffen wurden? Nee. Nicht nur Tiere. Älter Weil ist. Adam Nee, ist ja als der Caretaker, als der, wie sagt man denn, Pferdeflüsterer erschaffen worden. nee, er wird am Schluss erschaffen. Also in der Bibel wird er am Schluss erschaffen und hier ja auch. Das ist da auch klar, weil Gott schafft am ersten Tag dieses, am zweiten Tag, am dritten Tag erschafft er, glaube ich, alles in den Meeren, alle Lebewesen in den Meeren. Am vierten Tag, glaube ich, alles, was fliegt. Am fünften Tag ist es dann alles, was kreucht und fleucht. Und erst am sechsten Tag ist dann Adam dran. Wenn ich mich da nicht zu falsch dran erinnere. Und nach der Erschaffung von ihm musste dann alle Tiere, die schon bestehen, benennen. Also er wurde als letztes erschaffen, nicht gleichzeitig. Das zieht sich auch durch viele andere Entstehungsgeschichten der Menschheit, auch bei
den alten Griechen, den Sumerern, den Babyloniern, bei den Chinesen. Der Mensch wurde immer als letztes erschaffen, weil er halt so wichtig ist, im Gegensatz zu allen anderen Geschöpfen. Weil er etwas Besseres darstellt, muss er am Schluss quasi erschaffen werden. Da hatte Gott quasi schon Übung mit dem Modellieren von Lebewesen. Darum kann er quasi alle guten Attribute nur noch ins das letzte Geschöpf reinbringen. Also Iblis erzählt eben der Schlange über diese drei Wörter, die magischen, und die Schlange will natürlich nicht sterben, also muss sie das erfahren und willigt quasi dazu ein, dass er den Iblis ins Paradies reinschmuggelt, zu Adam und Eva, und weil der Iblis hat irgendwas Böses im Schilde, das wird aber nicht so richtig erklärt. Wie das bewerkstelligt wird, ganz einfach, Iblis sprang in den Mund der Schlange zwischen die Zähne, hat er sich hineingesetzt und vergiftete somit die Zähne der Schlange aller Zeiten. Also die Schlange war am Anfang noch gut, eine schöne Schöpfung, und auch, das wird erklärt, ist die beste Freundin von Eva im Paradies. Das wird in dieser Geschichte auch noch ein bisschen erklärt. Sie hat immer mit der Schlange gespielt, geflirtet zum Teil, irgendwie stellt sich das dar, und war einfach die beste Freundin von Eva überhaupt. Und jetzt startet halt die Vergiftung der Zähne, weil Iblis sich da reingesetzt hat. Warum die Zähne jetzt vergiftet sind, nur weil sich ein Engel da reingesetzt hat, ist eine andere Geschichte, das wird nicht wirklich ersichtlich. Iblis verarscht Eva, indem er aus der Schlange spricht und sie zur verbotenen Frucht lockt. Also weil sie ja beste Freundinnen sind, redet quasi Iblis aus der Schlange heraus, und der Eva scheint anscheinend nicht zu bemerken, dass da eine andere Stimme sein muss. Also sie redet einfach weiter mit der Schlange sozusagen. So brach Eva etwas vom Weizenbaum, das war der verbotene Baum. Sie aß davon und schmeckte besser als alles andere in ihrem Leben vorher. Und da ist der Teil der Menschheitsgeschichte, der Weizenbaum, also ist einfach Weizen gemeint. Hier hat ein ganzer Baum dargestellt. Das soll wohl den Übergang zur Agrarkultur darstellen. Vorher waren die Menschen Sammler und Jäger, wobei der Jägeraspekt hier völlig außen vor ist, sondern nur Sammler, alles was im Garten ist, konnte man einfach aufsammeln und essen. Und hier ist meiner Meinung nach einfach der islamische Übergriff quasi dargestellt von der Nomadenkultur zur Sesshaftigkeit. Darum wird der Weizenbaum hier als verbotene Frucht dargestellt. Sie wollte, dass Adam das zweite Korn aß. Also sie hat ein Korn gegessen, das war so ein Riesenkorn, würde ich jetzt mal meinen, und der Adam sollte ein zweites Korn essen. 80 Jahre lang, dreimal am Tag, drang sie ihn dazu auf, dieses Korn zu essen, 80 Jahre lang. Erst nach diesen 80 Jahren willigte Adam endlich ein. Da verlor Adam seine Krone, sein Gewand verschwand und so war er nackt. Vorher war noch gar keine Rede über eine Krone und ein Gewand etc. Und plötzlich sieht man, dass er hier eine Krone und ein Gewand verliert. Das Gewand kann ich noch verstehen, dass er vielleicht irgendwie sich von Gott angezogen wurde mit tollem Seidenbrokat, bla bla bla, mit goldenen Stickereien vielleicht. Das ist ja das typische Bild. Aber was die Krone genau zu bedeuten hat, ist mir völlig schleierhaft hier. In den alten Geschichten der Sumer bedeutet die Krone, die Zackenkrone, immer eine direkte Abstammung von den Göttern. Oder zumindest eine weltliche Verbindung zu den Göttern als Führer für die Götter auf Erden. Das benutzen auch die heutigen Kulturen noch. Ganz besonders am populärsten sind die westlichen Königsmitglieder. Und dazu oberst die Königin von Großbritannien, die hat ja immer noch eine Zackenkrone, und das geht alles auf diese alten Kulturen vom mesopotamischen Lebensraum hier zurück. Wow. Jetzt weiß ich auch, woher Nudisten kommen.
Ja, das sind alles Sünder, sowieso. Aber ich finde den Aspekt mit der Krone interessant, dass er hier einfach nicht dargestellt wird, warum es überhaupt eine Krone gibt. Das wird hier einfach völlig vergessen. Gott verbannt daraufhin Adam und Eva komplett aus dem Paradies, weil halt die beiden jetzt gegen seine Befehle gehandelt haben. Warum er nicht schon vorher gehandelt hat, weil die Eva ja auch schon vor 80 Jahren das Ganze gegessen hat, ist mir auch ein bisschen schleierhaft. Vielleicht hätte er es doch einfach machen können, sie verbannen und eine neue Frau erstellen, die besser ist. Naja, aber er ist allwissend, er wusste, dass es so oder so passiert. Warum er das Verbot dann aufrechterhielt, keine Ahnung. Der Pfau, weil der Pfau ja von Anfang an mit involviert war, verliert seine schöne Stimme und die Schlange verliert ihre Füße. Das war die Strafe für diese beiden. Die Erde soll von nun an zu Hause sein, der beiden und auch der Tiere allgemein, die dagegen verstoßen haben. Eva soll ab nun von unter Schmerzen gebären. So, ja, mehr habe ich jetzt vorläufig nicht. Das genügt auch für heute, weil wir sind schon Viertel nach eins war schon. Ich wollte einfach mal, ich denke, die nächste Sendung werde ich noch den Rest der Geschichte, so gut es geht, ein bisschen aufarbeiten, wenn es da noch etwas Interessantes gibt. Und ansonsten gehen wir eher zur Entstehung der Erde ein bisschen zurück. Wie die Erde eigentlich. Was meinst du? Das wird spannend. Ich finde, den Artikel können wir auch noch mal demnächst oder nächstes Mal besprechen oder so vielleicht. Oder einfach nur durchlesen. Was Adam und Eva sind 800 Jahre älter als die Bibel. Ja, eigentlich, okay, sagt ja eigentlich schon alles auf. Gut, ich Ja hätte gut, auch. das habe ich ja jetzt schon erklärt in der Geschichte. Also wenn Adam schon vor 500 Jahre Minimum gelebt hat, nur im Paradies alleine. Im zweiten Teil der Geschichte steht das dann noch länger. Und die Bibel weiß man, dass die älteste Geschichte die Hiobs-Geschichte ist und die ist knapp so 700 vor Christus entstanden. Heißen die da schon hier Adam und Eva? Adam hieß schon immer Adam. Also Das hier habe ich jetzt. bin ich nicht in der Geschichte und da ist auch die Schlange drin und sowas. Und da könnte man wieder die Muslime, also es ist eine völlig andere Geschichte, also fast völlig anders. Und die. Ja, ich muss den Artikel lesen, was da jetzt alles steht, aber Adam ist nichts anderes, heißt eigentlich nur als Mensch. Es das heißt einfach nur Mensch. Die hebräische Sprache, die gab es ja noch lange vor der Schrift, bevor ihre hebräische Schrift auf die Beine gestellt wurde. Und es hieß schon immer, Adam hieß immer schon Mensch. Also, das ist ja kein neues Wort gewesen vor der Bibel, überhaupt nicht. Es hieß einfach Mensch. Ja. Aber ich lese den Artikel durch. Und versuche da noch ein bisschen rauszuholen, was da noch Interessantes gibt. Aber ich denke, das würde mir jetzt persönlich nicht viel Neues hervorbringen. Aber ich lese ihn auf jeden Fall. Und ich werde ihn ja, wie gesagt, auch noch später dann verlinken. Das war es jetzt mit dem Teil. Wie gesagt, nächste Woche mal sehen, ob noch Adam noch ein bisschen Stoff liefert oder ob ich einfach rübergehe zur Entstehung der Erde. Weil letztes Mal hatten wir ja die Ste der Erstehung des Kosmos mehr zu tun und dann kommt jetzt die Erde am ersten dran. Als letztes will ich natürlich noch den Hadith vorlesen der Woche. Wollt ihr noch eine Zahl als Propheten bringen? 107. 107. Willst du auch noch Prophet spielen, Hans? 96. Was, 19? 96. 96. Also, mal gucken, wer von euch Prophet, endlich Prophet ist. Nee, 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 Moment. Ich muss hier noch, weil ich habe ja System neu aufgeschaltet. Ja, du musst doch was an deinem Mikro machen. Soll ich an meinem Mikro machen? Ja, das schrabbelt. Es schrabbelt. Ich denke, das liegt noch an meinem Programm hier. Ich habe ja noch nicht alles konfiguriert. Das Ja, System wurde okay, ja. dann ist das das. Weil es Also. übersteuert, es ist zwar nicht laut, aber es ist übersteuert. So. Auch Du bist kein zwar Prophet. wie üblich näher dran, aber trotzdem weit entfernt. Jetzt bist du nicht zu hören.
Du bist zwar näher dran, aber trotzdem noch weit entfernt vom Prophet sein. Shit, muss ich noch ein bisschen üben am Prophetentum. Kann man das üben am Prophetentum? Ja, ich bin ja jetzt nicht spirituell in mich gegangen, sondern habe einfach nur eine Zahl rausgehauen. Ach, das ist eine, glaube ich, eine lustige Geschichte. Ist die kurz oder lang? Moment. Ja, das ist relativ kurz. Kataka ergänzt, Moment. Kataka berichtet. Oder Kataka, wie auch immer. Anas ibn Malik erzählte, der Gesandte Gottes habe gesagt, ein Toter hört, nachdem er begraben ist, die Schritte seiner trauernden Gemeinde, die sich entfernt. Zwei Engel kommen dann zu ihm. Sie setzen sich zu ihm und fragten, was hast du über diesen Mann, den Mohammed, gesagt? Wenn der Tote gläubig war, sagte er, ich bezeuge, dass er Diener und Gesandter Gottes ist. Darauf wird zu ihm gesagt, schau, dort ist dein Platz in der Hölle. Aber Gott hat dir einen Platz im Paradies zugewiesen. Der Tote wird in dem Moment diesen beiden Orten, den in der Hölle und den im Paradies, sehen können. Kataga ergänzt an dieser Stelle seines Berichts, man sagt, dass das Grab des Gläubigen nach dieser Befragung sehr geräumig und behaglich für ihn sein wird. Anas fuhr in seinem Bericht fort. Wenn der Tote ein Heuchler oder ein Ungläubiger war, sagen die beiden Engel zu ihm, was hast du immer über diesen Mann, den Mohammed, gesagt? Er antwortete, ich weiß nicht, was ich von ihm halten soll. Ich sagte immer, was die anderen auch sagen. Ja, und du hast ihn nicht erkannt. Du folgtest seiner Rechtleitung nicht. Und der Tote wird mit eisernen Hämmern geschlagen. Er schreit fürchterlich. Und nur die Menschen und unsichtbaren Wesen können seine Schreie nicht hören. Toll. Ja. Was haben wir jetzt daraus gelernt? Ja, du sollst besser daran glauben, sonst wirst du mit Hämmern malträtiert im Grab. Ja, mehr kann man da auch nicht daraus lernen. Ja, traurige Geschichte, ich weiß. Aber was will ich machen? Ich habe es nicht erfunden, ich lese es nur vor. So, das war's wieder mal. Wie üblich bitte ich alle Daumen hoch, abonnieren, die Nachrichten auch und nachlesen. Wie gesagt, ich denke, ich habe diesmal wirklich spannende Artikel gesamthaft ausgewählt. Und kommt, Muslime, keine Scheu, zeigt mal, dass ihr richtige Gläubige seid, zeigt mal, was im Islam inne steckt, macht uns richtig fertig. Ich danke dem Hans Lukas Chaplin und dem Dr. Stefan Kees und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.